Hallo, nach langer Zeit begrüße ich Sie mal wieder zu einem Excel-Video. Ich habe hier in dem Kästchen was stehen, das möchte ich mal vortragen und dann kurz anspielen, damit Sie die Zusammenhänge verstehen. Die Frage, warum tauchen das Vaterunser, Goethes Faust, Excel und Moodle und das Internet in diesem Video auf? Ganz einfache Antwort, das Vaterunser, das musste ich und das mussten die meisten von uns alle mal lernen. Das Vaterunser dient uns als Beispiel für einen bekannten, auswendig gelernten Text. Und der soll, ob er gelernt ist oder verstanden ist, automatisch mit Kurzantwort-Platzhaltern für einen Test versehen werden. Das soll dann geschehen, wenn Buchstaben doppelt vorkommen. Zum Beispiel das M taucht in Himmel doppelt auf oder das L in Hölle. Hölle kommt im Vaterunser nicht vor, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Das soll ja hinterher für alle Texte verallgemeinert werden. Und dieser Text, der soll mit dem Platzhaltern so in Excel aufbereitet werden, dass er unverändert in eine neue Quizfrage für das Lernmanagementsystem Moodle eingesetzt werden kann. Für die, die es nicht wissen, Moodle ist das in Deutschland am weitesten verbreitete Lernmanagementsystem. Fast jede Schule, fast jede Uni setzt es ein. Aber das, was da mit Quizzen möglich ist, das wissen die wenigsten, weil da gibt es ja keine Vorlesung zu oder keine Unterrichtsveranstaltung, dass man sieht, wo man das jetzt sinnvoll einsetzen kann. Das will ich also hier nachliefern. So, fangen wir einfach mal an. Ich will zeigen, was da gemacht werden soll. Hier ist das Vaterunser. Links sehen Sie, wie ich es einfach über die Zwischenablage aus der Wikipedia hier in Excel kopiert habe. Und so sieht es dann aus. So sehen die Teilnehmer das, wenn sie hinterher den Test machen. Ich habe hier einen Text und da sind Lücken und die müssen also richtig ausgefüllt werden. Das mache ich hier mal. Ich gehe hier hin und schreibe da mal zwei M's hin und hier auch zwei M's. Hier kommen bei Wille zwei L's hin, Himmel auch zwei M's, denn da kommen die N's hin. Hier kämen wahrscheinlich die R's hin für Herrlichkeit, aber ich mache mal Herzlichkeit daraus. Klicke auf Prüfen und da sehen wir, das wird sofort das Ergebnis angezeigt. 5 von 6 richtigen, hier Herrlichkeit, kam also doch zwei R's hin, wird mir hier auch angezeigt. Da habe ich dann noch 0 Punkte für gekriegt. Und hier bei den anderen Grünen, da gab es jeweils einen Punkt. So kann man das in Moodle einstellen, dass also ein Test bereitgestellt wird mit Lücken. Und wenn er dann richtig oder falsch gemacht ist, sieht man das hier sofort an der Farbgebung bzw. an den Symbolhaken oder so ein rotes Kreuzchen. So, das soll zum Einstieg reichen. Wie wird von diesem Text vorgegangen, damit eine Vorlage oder damit eine Frage erstellt wird, die hinterher so etwas produziert? Ich muss einfach diese doppelten Buchstaben mit dem Platzhalter ersetzen. Hier steht was von Short Answer, also das kopiere ich mir auch schon mal, weil das brauche ich dann gleich. Wenn ich da suche und ersetze, also da wo Doppel-M steht, soll die Kurzantwort eingegeben werden. Ich muss dazu den Text, wo das passieren soll, markieren. Ich kann natürlich auch alles hier markieren, aber dann würde vielleicht auch hier hinten das HTTP ersetzt durch einen Platzhalter, das ist ja auch ein Doppelbuchstabe, oder das www bei Zeit. Ich will es also nur hier machen. Und dann gehe ich hier auf die Schaltfläche für Suchen und Auswählen. Ah, jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Ich will ja das als Makro aufzeichnen. Also nochmal zum Menü. Da ist Ansicht, Makros aufzeichnen. Und das, weil ich noch keins habe, heißt dann Makro 1. Und da kann ich eine Tastenkombination zuordnen. Ich nehme ein P wie Platzhalter. Und das Ganze soll in dieser Arbeitsmappe gespeichert werden. Und die Beschreibung Platzhalter für Moodle soll da stehen. Platzhalter, Buchstaben. Das ist hier nur Erklärung, also kann ich Fehler reinmachen oder anderes schreiben. So, jetzt habe ich das Ganze definiert, wie es heißen soll und wenn ich auf OK klicke, dann ab dann wird aufgezeichnet. Da sieht man auch hier unten, da ist hier so ein kleines Kästchen, zurzeit wird ein Makro aufgezeichnet, steht da unten drunter, was Sie jetzt nicht erkennen können, weil da meine Bildschirmaufzeichnung gar nicht mal eingeschlossen ist. So, ich gehe jetzt dahin, wo ich eben schon mal war, auf Register Start, wähle Suchen und Auswählen und dort gehe ich auf Ersetzen. Und da suche ich jetzt mal nach allen Buchstaben beim Alphabet, die es gibt. Also ich fange an mit dem AA und das soll ersetzt werden durch
Short Answer gleich. Und da soll natürlich dann auch ein AA, was ich da eingebe, das ist die richtige Lösung. Aber die wird natürlich nicht angezeigt, da sehe ich ja nur das weiße Kästchen. So, das wäre richtig, dann gibt es den Punkt und dann gehe ich hier auf Alle ersetzen. Da gab es eine Meldung, dass hier nichts zu ersetzen war, weil taucht ja nirgends ein AA auf. Das AA könnte vielleicht sogar in der Form auftauchen, wenn da jetzt die Stadt Aachen auftauchen würde. Also ich muss das ja allgemein machen. Vater unser gibt es das nicht, aber bei Aachen in irgendeinem Text könnte das passieren. Und dann gehe ich hier auch auf Alle ersetzen und da klicke ich dann auf OK. Und so muss ich jetzt alle Buchstaben durchgehen. BB und da gibt es also nicht zwei Bs am Anfang. Und dann auf Alle ersetzen. Okay. Und jetzt nehme ich noch, damit Sie auch mal was sehen, was da hier rechts passiert, nehme ich jetzt mal das M. Ich habe zwischenzeitlich mal die Aufzeichnung gestoppt. Sonst würde das Video zu lang, weil dass ich hier für nach alle Buchstaben durchgehe, das können Sie mir glauben. So, und dann gehe ich hier auf Alle ersetzen und da sehen Sie, hier ist jetzt ersetzt worden. Ich habe zwischenzeitlich mal die Aufzeichnung angehalten, bin jetzt beim letzten Buchstaben angekommen, der hier auch nicht im Vaterunser vorkommt, aber trotzdem will ich, weil das allgemein genutzt werden soll, das ZZ könnte ja irgendwo vorkommen, da gehe ich dann auf Alle ersetzen und dann schließe ich das hier auch. Zum Schluss darf ich nicht vergessen, das Makro zu schließen. Und dann will ich es auch mal testen. Ich lösche jetzt hier mal das Vaterunser heraus und entfernen und hole mir den Text nochmal her. Da ist er. Und jetzt müsste das ja mit dem Steuerung P müsste laufen. Steuerung P oder Control P stand da. Und Sie sehen, einmal angetippt, schon steht das hier. Das, was jetzt hier noch zu tun ist, um das zu testen, das ist hier die Absatzmarken. Die sehen im HTML und so ist das ja auch zu sehen. Die sehen so aus, das P für Paragraph oder Absatz im Englischen. Und hier ist der Absatz zu Ende. Und hinter jeder Zeile soll ein neuer Absatz beginnen, also eine Zeilenschaltung. So, jetzt habe ich das Vaterunser soweit mit HTML und Platzhaltern versehen. Jetzt brauche ich es nur noch im Moodle einzusetzen, weil das steht ja jetzt an. Ich kopiere mir diesen Bereich mit Steuerung C bzw. rechte Maustaste, kopieren, gehe nach Moodle und erstelle da eine neue Frage als Lückentextfrage und wähle hinzufügen und da steht dann Fragetitel, nenne ich das mal Vater unser, der Test. Mal sehen, das ist das auch. Hier muss ich aufpassen, dass ich HTML einfüge, die von Ihnen mit Moodle zu tun hatten. Die sehen, wenn ich das so einstelle, dann kann ich hier den HTML-Code einfügen. Jetzt brauche ich es nur noch zu testen, indem ich hier auf Änderungen speichern gehe. Und da steht Vater unser der Test. Und wenn ich hier drauf gehe, da sehen wir, aha, überraschend gut hat es geklappt. Kann hier gleich mal auf richtige Lösung tippen. Und ja, gehe dann auf Absenden und Beenden. Und da sehen wir, so schnell kriegt man das auf die Reihe. Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, wie eben, dann könnte ich hier mal ein Dem hinschreiben. Das heißt, ich muss erstmal richtige Lösung, jetzt schreibe ich statt dem ein M hin, weil ich mich da vertippt habe und klicke dann auf Absenden und Beenden. So, das hat also geklappt. Das
was ich hier also mit Excel aufgezeichnet habe. Das ist also hier ein Makro, was mir an den Stellen, wo doppelte Buchstaben vorkommen, den Platzhalter Short Answer einsetzt und eben auch die richtige Lösung hinterlegt, die aber dann erst beim Prüfen oder bei Abgabe angezeigt wird. So, das haben wir soweit gemacht. Das Ganze will ich dann auch noch testen mit einem anderen Gedicht. Ich kopiere mir einfach mal diese Tabelle, lösche das hier raus und an die Stelle, da setze ich jetzt den Osterspaziergang ein. Ich habe hier schon den Link zur Zeit und dann nehme ich hier vom Eise befreit ab Faust. So, kopiere das mit Steuerung C oder rechter Maustaste kopieren, gehe wieder nach Excel, setze das hier ein und da steht dann auch der Text. Die Platzhalter hier, die kann ich natürlich noch ein bisschen korrigieren. Ich möchte, dass das hier eine Überschrift ist. Jeder von Ihnen, der mit HTML zu tun hat, der weiß, H1 ist die Überschrift der ersten Ebene. Und so könnte ich das also jetzt auch mit H2 und H3 verändern, also ergänzen. Jetzt will ich hier noch die Absatzmarken bis hierhin einschließlich fortführen und wähle dazu das Ausfüllkästchen. So, dann kann ich auch gleich dieses hier kopieren. Shift, Steuerung, Position 1 oder Maus drüber ziehen. Jetzt habe ich also hier Goethes Faust mit dem Gedicht Osterspaziergang. Kopiere mir das, gehe wieder nach Moodle. Na. Lege eine neue Frage an, die nenne ich jetzt einfach, wenn ich hier Lückentextfrage nehme und hinzufüge. Die nenne ich dann einfach mal Faust und den Text, den muss ich auch wieder als HTML einfügen. Haben wir gerade gesehen, wenn ich auf dieses hier gehe, steht da HTML und da wird er eingefügt. Oh, was fehlt? Die Platzhalter. Das war nichts. Ich gehe nochmal nach Excel. Muss ich hier natürlich markieren. Wenn ich jetzt nicht STRG P weiß, kann das Makro auch ausführen, indem ich hier auf Makros gehe, wähle Makro anzeigen und da ist das eine, was ich angelegt habe und gehe auf Ausführen. Und schon sehen wir hier, da Quelle, ne, da steht es schon, Hoffnungsglück. Also es gibt einige Stellen. So, jetzt muss ich das Ganze nochmal kopieren, kopiere mir das, gehe wieder nach Moodle, markiere hier nochmal alles und füge erneut ein. Und da sehen wir, da tauchen jetzt auch die Platzhalter mit Short Answer auf. Und jetzt ist das nur noch zu testen. Überschrift habe ich, hier unten steht Änderung speichern. Und da steht auch der Faust und hiermit kann ich es testen. Vom Eise befreit, Quelle, Hoffnungsglück. Also ich kann das ja mal mit der richtigen Lösung versehen und einen Fehler machen zum Beispiel. Aber die Somme, das wäre ein Fluss in Belgien, schreibe ich mal hin, duldet kein Weißes. Die anderen habe ich ja schon. Dann gehe ich auf Absenden und Beenden. Jetzt müsste ein Fehler drin sein. 13 von 14, also 14 doppelte Buchstaben, tauchen in dem Gedicht auf. Und hier, wo Somme steht, da steht falsch. Die richtige Antwort ist Doppel-N. Das steht ja auch da. Ansonsten ist das alles richtig.
Ja, damit ist dieses Makro bewiesen, mit dem Vater Unser wurde es entwickelt, mit Goethes Faust wurde es getestet. Dieses deckt den Fall der Doppelbuchstaben ab. Ich werde gleich ein zweites Makro anschließen. Das ist allgemein einsetzbar. Und da muss ich dann, wenn ich die Umlaute jetzt zum Beispiel ersetzen will, dran denken, dass bei Short Answer, da tauchen auch schon drei Umlaute drin auf, ein O, ein A und ein E. Short Answer enthält also diese drei. Wenn ich zum Beispiel alle Umlaute ersetzen will in diesem Text, aber Short Answer gleich mit einbaue, dann ist spätestens beim nächsten Suchen und Ersetzen der Short Answer Platzhalter zerstört. Deshalb muss ich mir also was überlegen und das werde ich in dem nächsten Makro dann ausführen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie möglichst schnell Erfolg haben beim Nachvollziehen dieses Makros.